meine Freunde. Ja, und zwar geht's heute mal um ein neues Projekt. Ja, ihr habt das Gehäuse ja schon gesehen. Das Gehäuse habe ich schon vorgestellt. Das ist das Thermatec VIF 71TG. Ja, das werden wir jetzt erstmal so ein bisschen auseinanderlegen. Ich habe schon mal die Türen abgemacht. Ja, das heißt, die kann man ja schön rausnehmen hier. Also sehr schön mit Türen gemacht hier. Wer das Gehäuse noch mal genau sehen möchte, schaut unter meinen Videos. Da könnt ihr mal schauen. Da habe ich das Gehäuse genau noch mal beschrieben und zerlegt. Ja, ihr seht, ich habe auch schon hier das Riser-Kabel. Das wird aber erstmal am Anfang jetzt mal nicht benötigt. Darum werden wir auch hier den Halter entfernen. Wir werden die Laufwerke entfernen. Wir werden die zwei Lüfter entfernen. Ja, und natürlich auch hier die Seitenteile alles. Wir werden also komplett hier mal jetzt ein nacktes Gehäuse machen draus. Ja. Und zwar machen wir hier mal als erstes die Front ab. So. Die kann man so abmachen. Ist gar kein Thema. So, dann machen wir hier oben das noch ab. So. Kann man auch abmachen. Stellen wir auch hier rüber. So. So, dann seht ihr, hier oben haben wir so ein Bracket. Da weiß ich auch jetzt, wo die Schrauben her waren. So, dann holen wir uns lieber wieder die zwei Schrauben. Das waren nämlich die zwei, glaube ich. Ja. Ich wusste doch, irgendwo hatte ich zwei Schrauben übrig. Und die drehen wir jetzt erstmal wieder hier rein. So. Hier mit Schraubenzieher. Ja, ich hatte das ja auseinandergelegt, das Gehäuse hier, und da habe ich auf einmal hier zwei Schrauben übrig gehabt. Da habe ich gedacht, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Ja, jetzt weiß ich auch, wo die her waren. Hier oben hatte ich so vergessen, wieder reinzudrehen. So, jetzt können wir das auch erstmal wieder festmachen, weil da kommen wir erst später zu. So. So, was wir als erstes entfernen, ist hier der Grafikkartenhalter, weil es wird wahrscheinlich am Anfang ganz ohne Grafikkarte ablaufen hier. Jetzt werden viele denken, wie das? Ja, ich werde die Grafikkarte von der CPU nutzen. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, welche CPU es wird, wenn in der Zeit... Also, das ist eine Niete. Wenn in der Zeit natürlich der größere Ryzen kommt, nehmen wir den größeren Ryzen. Ansonsten nehmen wir den 2400er mit Grafikeinheit, mit Vega 11. Und dann schauen wir mal. Und später, wenn die Grafikkarten mal wieder ein bisschen erschwinglicher sind, können wir dann hier eine Grafikkarte noch einsetzen, die natürlich dann auch unter Wasser kommt. Ja. So. Dafür werde ich natürlich alles so ein bisschen vorbereiten, aber lasst euch überraschen. Ja, wir werden jetzt erstmal hier weiter alles entfernen. Mal gucken, ob ich richtig Schrauben nehme. Ja. So. Ja, einige hatten mich schon so ein bisschen vermisst. Ja, ja, man kann natürlich immer, man hat ja auch mal ein bisschen andere Verpflichtungen, wie nur jetzt YouTube-Videos drehen. Also muss man auch mal eine kleine Auszeit haben. Das muss jeder mal machen, glaube ich. Da ist man einfach irgendwann mal so ein bisschen ausgelaugt. Und dann war die Grippewelle jetzt noch dabei. Ja, also jetzt geht es aber wieder fromm fröhlich weiter hier. Ja, so. Ja, für Lüfter habe ich schon eine Anfrage gemacht. Ja, da hoffe ich, dass ich da die Zusage bekomme. Lasst euch überraschen, das wird richtig gut werden. Ja, so. Weil die Laufwerksschächte brauchen wir nicht. Wir werden eine SSD und eine HDD einbauen. Ja, und dann in Zukunft werde ich mal gucken, ob ich noch mehr SSDs bekomme. Ja,
Darum brauchen wir hier den Platz ganz einfach für die Wasserkühlung. Ja, und das machen wir jetzt hier auch mal kurz alles raus. Das stecken wir jetzt hier unten rein. Hier unten müssen wir erstmal nicht dran. So. Damit sie uns nicht immer im Wege sind, machen wir sie hier unten durch. So. Ja. Die Lüfter können wir eigentlich noch lassen jetzt im Moment. Ja. Denn was ich hier als erstes machen möchte, ist ganz einfach Platz schaffen für ein vernünftiges Ausgleichsgefäß und Pumpe. Und da habe ich natürlich auch schon mal was besorgt. Und zwar habe ich hier, ihr seht es schon, das ist der Eisbecher mit der D5-Pumpe und zwar die 655 VP. Das heißt, ist nicht die PWM-Version, braucht man auch nicht. Ich habe die schon mal vorher getestet. Die ist sehr leise, muss ich dazu sagen. Die lief bei mir mit fast 4000, also auf 4. Und absolut fantastisch. Schön, ruhig, sauber, gar kein Thema. Ja, das heißt, die werden wir jetzt als allererstes hier in das Gehäuse einbauen. So, ja, das heißt, wir müssen mal schauen, wie wir hier hinkommen mit den Kabeln. Ja, so, also, wir werden ja mal gucken. Wir brauchen ja irgendwo hier eine Durchführung. Hier unten wäre schon nicht schlecht. Ja, wir brauchen ja auch hier hinten, möchte ich gerne einen Ablass machen. Das habe ich auch schon mal getestet. Das klappt ganz gut hier, wenn man hier einen Ablass dran macht. Ja, irgendwo nach hier hinten raus. Kleiner Schlauch da dran. Ja, und irgendwie einen Hahn oder einen Stopfen drauf gesetzt. Und das klappt auch ganz manierlich, muss ich sagen. Lässt man ab, läuft das Behälter leer. Die Radiatoren laufen leer, die oberhalb liegen. Und damit hat man schon das Gröbste wieder aus dem Behälter raus, wenn man mal das Wasser wechseln möchte. Ja. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir hier an die Fläche drankommen. Wie wir hier die Fläche angehen. Ja. So, ich schätze mal, wir müssen hier unten auf jeden Fall schon mal einen Laufwerksplatz hier abmachen, damit wir hier schon mal eine Öffnung haben. So. Ja, wir müssen ja hier irgendwo mit dem Behältnis raus. Jetzt gucke ich mal, jetzt nehmen wir mal die Halter dazu, wo wir die Halter hier platzieren könnten. Da wäre eine Schraube, aber das ist die Schraube von da. Hier an der Seite, das ist alles krumm und schief hier. Da ist nichts gerade, glaube ich, wenn man hier dran geht. Ja. Das sieht mir alles so ein bisschen komisch aus hier. Also für Halterungen ist hier komischerweise. Muss da mal irgendwie was nehmen, was ein bisschen gerade ist. Ich habe das Gefühl, als wenn da irgendwie was nicht gerade läuft. Doch, das ist gerade. Das ist mit dem gerade hier. Der und der. Hier unten noch mal gucken. Ja. So, jetzt schauen wir mal, wenn ich das hier reinsetze. Ja, kann man hoch, kann man auch andersrum. Wir hätten da eine Schraube. Da ist aber schon keine mehr. Da sind wir genau auf dem. Hier unten hätten wir da eine Schraube. Hier auch. Naja, also. Für jetzt die Löcher sind, wüsste ich auch mal gerne. Also, da haben wir schon mal nichts. So, da haben wir also schon mal nichts zum Schrauben. Das ist alles hier was ümmelig, seid mal. In Gölle. So. Dann habe ich aber ja die Halter noch. Ja. Ich habe ja noch die zwei Halter hier. Die schraubt man hier drauf. Oder hier so, so und halt. So. Genau, werden die festgeschraubt.
wo die Schrauben sind. Dann muss ich mal gucken, ob ich hier mit irgendwo hinkomme. Oh, da passt. Das Loch und das Loch. Oh, guck mal, wie schön. Ja, da würde passen. Und dann hier unten dasselbe. Da und da. Ich glaube, so wird es noch eher passen. So. Genau. Zack. Wunderbar. Also, so rum. Da müsste der hier so drauf geschraubt werden. Ja. Gucken wir mal. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Schrauben habe hier, die dazu passen. Hier ist auch noch ein Halter drin. Und hier haben wir noch ein paar Schräubchen. So, das sind wahrscheinlich alles Imbus. Da habe ich aber auch einen Imbus hier schon vorbereitet. So. Ich glaube, da müssen die kurzen rein. Zweimal. Muss fest sein, damit sie nicht irgendwann mal sich lösen. So, und jetzt wollen wir das hier gucken nochmal. Da das Loch und da das Loch. Sehr schön. Dann hängt er auch schön hoch. Und da hoffe ich nur, dass ich da oben noch hinkomme. Weil hier ist sonst keine Möglichkeit mehr. Mal gucken, ob ich damit hinkomme. Boah, so gerade, ne? Müsste, glaube ich, genau passen. Ja, dann drehen wir erstmal hier ab. So, ich stelle mal auf Seite, jetzt muss man natürlich gucken. Habe ich natürlich keine Möglichkeit, den Auslass zu machen. Da müsste ich dann was ausschneiden. So, dann muss ich auch noch so rum machen, damit ich hier noch wenigstens ein bisschen Luft habe. Wenn der so hängt, ja, dann kann man nämlich auch die Seitenfüße abmachen. So, die können wir nämlich dann abmachen. Zack. So. So. Jetzt machen wir erstmal den hier fest. Das sind die Schraube, die Mutter und die Mutter. So, und ich habe mir auch hier bei eBay was bestellt. Und zwar habe ich mir bei eBay Kleinanzeige, bei eBay so Gummi Unterlegscheiben bestellt. Ja, das waren 100 Stück. Die kamen, glaube ich, irgendwie so um die 5 Euro. Ja, die finde ich gut. M3 und die kann man hier schön jetzt als kleine Dämmung noch mal drüber ziehen. So, ich hoffe, ihr seht das. So, und das Ganze natürlich gleich auch von innen. So, jetzt gucken wir mal hier von der Seite hier.
das ist direkt Gewinde drin. Ja, ist ja geil. Da ist ja direkt Gewinde drin, also das ist ja noch einfacher. Dann kann man ja einfach nur von hier vorne direkt durchschrauben. Dann machen wir hier eine Gummischeibe und hier auch direkt eine. Ich könnte doch jetzt die kurzen nehmen, aber da haben wir doch ein bisschen zu wenig Pack an dann. Ja, da ist mir zu wenig. So, dann gucken wir mal, ob das wirklich so mit dem Gewinde hier klappt. Ne, das ist schon mal nix. Das war auch nur ein Trugschluss. Ja. Können wir aber trotzdem so machen und von hinten noch die Mutter drauf. Ja, können wir trotzdem so machen. So. Ja, wenn man so ein Projekt macht, da muss man wirklich sich Zeit nehmen. Da darf man nicht irgendwie jetzt kein Rechner haben und unter Druck stehen oder so. Das habe ich nämlich auch meistens immer verkehrt gemacht, wenn man nur ein System hat. Und ist dann auf den Rechner doch wieder angewiesen. Da muss man schnell, schnell machen irgendwie. Hier kann ich mir jetzt wirklich ein paar Tage Zeit lassen. Ja, bis ich das Ganze hier mal so ein bisschen verwirklicht habe. Ja, oder auch vielleicht länger. Ich weiß nicht, muss noch drauf achten. Muss mal gucken, wie jetzt alles so klappt und läuft, wie ich mir das hier so vorstelle. So, dann haben wir nämlich den ersten Halter mal. Dann machen wir jetzt hier auch noch eine Unterlegscheibe drauf. So. So, und die Mutter. So, einmal. Da haben wir noch eine. Und hier auch noch eine. So, machen wir das Ganze natürlich auch noch vernünftig fest. Gucken wir mal, was wir da für eine Nuss haben. Die ist viel zu klein. Der Schlüssel passt. So, das heißt, wir halten hier die Mutter fest und von der anderen Seite schrauben wir fest mit dem Imbusschlüssel. Ihr hört schon, das Gummi. So. Das Ganze soll ja auch halten. Das hält, der hält. Ja, so ist sehr schön. Jetzt gucken wir mal. Ich mache das Röhrchen auch mal kurz ab. So. Ich weiß gar nicht, ob es so richtig rum war jetzt. Ich glaube schon. Ja. Ja, so haben wir hier einen Auslass. Ja, und hier hinten müssten wir dann wirklich ein Stück rausschneiden vom Gehäuse, um da dran zu kommen. Tja. Brauchen ja auch Platz zum Radiator hier. Wenn ich hier wirklich je nachdem Push-Pull mache, dann brauchen wir auch Platz zum Radiator. Also der muss hier schon hin. Ja, kann ich jetzt nicht weiter nach hier, dann wäre natürlich toll. Da hätte man hier das richtige Loch dann.
Ich muss noch mal gucken. Der Halter noch irgendwie anders passt hier. Wenn ich jetzt da das Loch nehme, dann könnte ich da nehmen. Dann hätte ich da das Loch. Aber dann hänge ich natürlich ziemlich nah. Könnte ich auch machen. Ja, man muss das einfach immer ausprobieren. Also man ist nie irgendwie, ich könnte hier rüber gehen. Also ich versuche das jetzt mal so zu machen. Dann machen wir das Ganze nochmal los. Das ist ja nicht schlimm. Man will ja auch nicht so ein Gehäuse jetzt hier unbedingt so zerschneiden, ne? Ja, darum, wir gucken mal. Kriegen das schon irgendwie, glaube ich, hin. Jetzt gucken wir mal. Wird aber knapp, glaube ich. Ich glaube, das wird knapp. Ich muss mal einfach mal festmachen. Da muss man einfach dann nochmal messen. Das ist einfach, das muss man irgendwie immer so ein bisschen probieren. Einfach noch mal kurz hier fest. Da ist die Mutter. Diese Kopfstöße, die nehme ich euch raus hier beim Video. So. Kann man gleich noch mal was fester machen. Ich will jetzt nur mal gucken. Hier hätte man natürlich richtig schön Platz für die Kabel nach hinten raus, für den Auslass nach hinten raus. Ja. So. Und ich glaube, das würde auch noch passen für Push-Pull. Ich werde jetzt erstmal hier. Na gut, komm, wir legen die Scheibe direkt drauf.
der muss ja hier oben auch noch festgemacht werden. So. Also da muss ich schon ein bisschen da hoch. So. Ich schätze, es passt. Wir messen aber mal, was wir da noch haben. 30, 55. Also 30 würde mit Push-Pull noch passen. Wird aber dann schon echt heavy. Knapp. Ja. Aber wenn ihr hier seht, hier hinten, hier, guck mal, zack, da käme ich wunderbar mit dem Auslass hier raus, könnte ich hier einen schönen kleinen Anschluss machen, hier einen Schlauch rausgelegt, fertig. Kann das System, wenn ich es mal wechseln muss oder dran muss, kann es schön auslaufen. Wenn ich es hier hin mache, müsste ich hier von dem Gitter was wegschneiden. Ist auch nicht immer schön, was auszuschneiden, wegzuschneiden. Tja, oder man müsste andere Halter haben. Ich will auch nicht unbedingt an den Lüftern dranhängen. Da gibt es ja auch so Halter, die kann man direkt an den Lüftern dran machen. Die passen nicht an Lüfter, kann ich euch gerne mal zeigen. Ich habe mal hier so einen Lüfter da. Wenn ich jetzt hier vorne einen 140er nehmen würde, da, der passt. Oh, der passt. Der passt sogar. Aha. Was sind das denn für Halter? Die haben sonst nicht gepasst. Jetzt nehme ich mal einen 120er. Wenn das jetzt die kleinen Löcher sind, passt. Der passt sogar auf die Lüfter drauf. Dann könnte man ja auch so direkt auf den Lüfter draufsetzen. Aber da kann ich ja nach hinten auch keinen Abfluss machen. Das ist auch kacke. Entschuldigung. Ja. Ja, viele machen den Ablauf ja auch am Radiator, aber ich habe keinen Radiator, der unten jetzt noch einen extra Anschluss hat. Ja, und andersrum, verkehrt rum hängen will ich sie nun auch nicht. Das ist auch blöd, ich brauche ja die beiden Anschlüsse. Also das ist alles ein bisschen Quäse. So, also, würde ich es gerne schon so machen. Wir können ja mal gucken, wie es aussieht vom Platz. Wenn ich jetzt wirklich hier den Radiator hinhänge. So. Ja, wenn jetzt die Lüfter davor kommt noch, jetzt habe ich den wieder weggepackt. Habe ich beide weggepackt? Ja. Gucken wir mal. Ich habe hier noch so einen Corsair-Lüfter. Sieht doch kacke aus. Sieht aus wie hingeschmissen. Das gefällt mir gar nicht. Nee, das gefällt mir nicht. So. So, also, wie kriegen wir das gebacken? Könnten ja noch ein bisschen rüber. Entschuldigung, schon mal wieder rum.
Jetzt müssen wir das Ganze noch mal. Okay, habe ich noch dran? So auch. Dann machen wir das so. Jetzt haben wir ich mache noch eine Metallscheibe davor, damit sie sich Gummidichtung sich nicht eindreht. So, ich habe mich gerade auch gedacht, ist glaube ich noch besser. So. Metallscheibe noch. Die kann man schon mal festdrehen, weil die kann sowieso nicht mehr nach oben oder unten. Ist fest. So, jetzt gucken wir mal, wo wir hier hin müssen. So. Damit es ja gerade hängt. Ja, so ist echt klasse, so. Richtig klasse. Das gefällt mir jetzt gut. Ja. Sehr schön. Jetzt haben wir hier Platz satt und genug für den Radi und Push-Pull. Ja, und die Kabel können wir auch nach hier hinten schön legen von der Pumpe. So, die sieht dann auch keiner. Däh. Wunderbar. Und ich komme auch noch an die Einstellschraube für die Pumpe dran. Kleiner Schraubenzieher oder nur so ein Bit. Kann man so einen kleinen Bit nehmen und einfach hier drehen und dann kann man die Pumpe nochmal einstellen. So, jetzt guckt man natürlich, dass wir hier oben noch den nächsten Halter kriegen. Und da sind wir schon wieder am Arsch gekniffen. Tja, ihr seht es, glaube ich, ne? Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ja, hier unten passt das gut, aber hier oben nicht. Ich habe ja hier gar nichts. Vielleicht kann ich hier irgendwie was basteln. Warte mal. Jetzt machen wir erstmal den fertig. Den müssen wir hier. Den haben wir so drauf gesetzt, ne? Sitzt vorne drauf, ja. So, nur erstmal den fest. So. So. Dann würde ich jetzt gerne so rum. Kann man auch so rum machen.
Wie muss ich denn jetzt hier oben öffnen? So. Da habe ich natürlich was. Da nicht. Ich mache den einfach mal jetzt so fest. Ich könnte auch so machen. Ne? Boah, ist das knapp da. Hätte fast gepasst da. Shit. Aber da kriege ich irgendwas hin. Das passt schon. Das kriege ich schon irgendwie hin. Dann machen wir jetzt. Ja, gucken wir mal. So, jetzt machen wir den erstmal hier dran. Den müssen wir ja hier oben auch in das Loch reinmachen. So. Da brauchen wir noch eine lange Schraube. Jetzt habe ich eigentlich nur noch eine. Da brauche ich noch eine. Kann man auch die nehmen? Ja. Die reichen auch. Ja. So, noch eine Gummischeibe. Von hinten noch eine Gummischeibe. Ja, wenn sich jetzt viele fragen, warum macht er so viel Gummischeib? Ja, damit so wenig wie möglich an Vibration rübergetragen wird zum Gehäuse. Ja, ich habe zwar gesagt, die Pumpe ist wirklich absolut leise. Das stimmt auch, da muss ich kein Blödsinn erzählen, denn jeder, der sie hat, der weiß das. Ja. Es kommt aber auch wahrscheinlich manchmal aufs Modell an. Ja, man muss auch manchmal Glück haben. Das habe ich auch schon oft genug jetzt bei solchen Sachen erlebt. Mal gucken, doch passt. Ja, das ist wirklich von Pumpe zu Pumpe verschieden. Viele haben bei Quiet gar kein Problem. Einige haben da ein Problem. Ja, auch bei Alpha Cool, egal welche jetzt. Ja. Also das war jetzt nur ein Beispiel genannt. Ich hatte jetzt viele wieder denken, ach Quatsch. Nee, also da müsst ihr keine Panik machen jetzt. Jetzt muss ich mal gucken, ich schraube mal wirklich was kurz. Achso, Mutter habe ich auch keine. Oh, hier oben ist die Nippel raus. Oh. Eine habe ich. Muss noch irgendwo einer sein. Schlüssel. Das sind andere. Wovon waren die? Ach, die waren auch vom Halt, die sind nur nicht schwarz, aber für hinten ist ja egal, sieht man ja nicht. Ist auch gleiche Gewinde. Ja. So, jetzt kann man den nämlich auch festmachen. Erstmal. Freunde der Nacht. Ja, das hält. Aber hier müsste noch irgendwie was hin. Wie kann ich da noch was festmachen? Da muss ich das Bracket mal wegnehmen hier. So. Da muss ich jetzt mal gucken, ob ich mit dem einen Halter hier noch irgendwas gedeichselt kriege. So. Ja, kann ja so schräg sein. Zack. So. Mal gucken, hier. So ein Loch. Ach, da und da. Dann hat man hier so eine Strebe. Ja, genau, mache ich auch hier. So. Ich glaube, da kommt genau der Halter rein. Oh, ist das nicht? Der sitzt genau hier dran.
Der sitzt genau da drin. Ich könnte ihn so schräg machen. Wie sieht das denn von da aus? Na, nicht so prall, ne? Oh, das wäre gut. Da und da. Schneidet man so ab. Ich schneide mal hier hinten ab. So, damit ihr mal seht, wenn man ein bisschen Werkzeug hat, macht das immer Spaß. Denn jetzt mache ich mir hier meinen Schraubstock fest. So, und dann habe ich hier was zum Einspannen. Zack. Schon erledigt. So, jetzt gucken wir noch, wo meine Feile ist. So, damit da kein Grat hängt. So, da kommen wir denn hier. Wie gesagt, dran machen. Und zwar direkt hier mit einer kleinen Schraube. Ach nee, Moment. Das war jetzt falsches Denken. Und zwar mit der Schraube hier. So, von da. So. Ist auch verkehrt. So wollte es haben dahinter. So, damit man das nicht sieht. Da muss ich... Komm, dann machen wir noch ein Unterlegscheibchen drunter hier. Da bringt es ja jetzt nichts, die Gummischeibe hier drauf. Aber dann hat es erstmal einen gewissen Halt, weil die sehr stramm sind, die Gummis. So. So, da haben wir eine. Und die andere müsste dann genau hier passen. Ja, sehr schön. Da haben wir ja noch. Die müsste passen. Aber ich will trotzdem jetzt hier. So eine Gummidichtung hinter machen. So.
So. Hat verloren. Schlüssel. Ja, das geht. Das geht auf jeden Fall. Fest. So. Und den Verbinder machen wir auch noch fest. Boah, schön, klasse. Ja, das hat gut funktioniert hier. Seht ihr das? Hier, zack, Halter gemacht, zack, fest. Das passt wunderbar. Hier kann der Radiator jetzt hin. Hier haben wir Platz für die Kabel noch. Ja, so gefällt es mir ganz gut. Ja, ich komme an die Pumpe dran. Alles gut. Und ich kann hier hinten einen schönen Stopfen draufsetzen. Ja. Und die Kabel kann ich hier auch schön verlegen. Das können wir direkt schon mal machen, weil die gehen mir nämlich jetzt hier so ein bisschen ausgedünst. So. Das war nix. Nur doch einen kleinen Kabelbinder draufsetzen jetzt. Das ist schön. Ja. Das gefällt mir gut. Ja, sehr schön. Jetzt kann man den festdrehen. Hier oben auch festdrehen. So. Drehen lässt er sich immer noch, auch trotz der Halter. Ja, das ist aber gar nicht so verkehrt. Falls wir mit den Anschlüssen ein klein bisschen variieren müssen. Ja, hängt aber sehr schön gerade. Klasse. Ja, das ist richtig gut geworden hier. Ja. Der Halter hält gut. Sehr, sehr, sehr schön. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Bracket noch dran kriegen. Für die Festplatte. Fantastisch. Ja, passt meine Festplatte da wieder hin. Sehr schön. Und hier unten haben wir Platz für die Kabel und den Stopfen. Ja. Wie ich den Stopfen machen möchte, ganz einfach. Das ist auch hier ein Viertelzoll. Uppel. Ja, aber auch Viertelzoll Gewinde. Und den kann man dafür schon nutzen. Also wie gesagt, ich habe das schon mal gemacht und das klappt wirklich sehr gut. Und was wir da nehmen, kann ich euch schon mal zeigen. Ich habe ja diese 11/8er Anschlüsse noch. Von verschiedenen Wasserkühlungen, die ich ja mal hatte. So, jetzt drehen wir den ein bisschen nach hier. So, du kannst nämlich hier schön drauf drehen. Und wie gesagt, nur handfest. Und da kommt jetzt ein Stückchen Schlauch. Gucken, was habe ich hier noch? Hier habe ich jetzt kein Stückchen. Das sind ganze. Ich habe noch irgendwo ein Klapp vollkommen hier. Ja. Und da mache ich dann nachher später einfach einen Stopfen drauf unten. So, den kann man hier rüberlegen. Ja, so. Packt der, zack, alles gut, schön. Und hier machen wir einfach einen Stopfen drauf. Muss mal gucken, was ich da habe. Setz das halt, da ist ja kein Druck drauf. Ja, guck dir das an. Das hält, da brauche ich, brauche ich nichts zu machen. Da kann man zwar noch einen Kabelbinder draufsetzen, komm her.
die kleinen hier gut ziehen. Weiß ich nicht. Mal gucken, ob ich noch einen anderen habe hier. Ich glaube, die gelben, die sind ganz gut, die ich hier habe. Da kannst du hier noch Kabelbinder als Sicherung drauf machen, aber das ist schon dicht. Ja. Nehmen wir die Zange, geht es besser. So. Ja, der ist fest. Der kriegst du nicht gedreht, der ist dicht. Da brauchen wir gar keine Angst zu haben jetzt hier, dass da was passiert. Wir könnten jetzt hier noch einen Knickschutz drauf machen. Ja, dass der nicht irgendwann vielleicht abknickt, aber ist eigentlich auch egal, ob er abknickt oder nicht, ist ja nur für den Ablass. Ja, also wirklich nur für Ablass ist der jetzt hier gedacht, zack. Guck mal, wie schön, den kannst du auch noch hier festlegen, so. Ja, dann hast du ihn direkt fest, machen wir hier einen fest, zack. Dann haben wir ihn direkt schön gerade sitzen, dann bleibt er auch schön. Ich glaube, die halten nicht viel hier, die dünnen Dinger hier, oder? Halten die was? Gucken wir mal. Oh, die halten aber. Und schon haben wir unseren Ablauf. Zack, fertig. Ja, so muss man es langsam angehen. Stück für Stück. Ja. Schön. Gefällt mir richtig gut jetzt. Ja. Hängt schön in Gummis, wird nicht so sehr Vibration übertragen. Ja. Ja, und ich werde auch keine Hardtubes machen, wie viele gemeint haben. Nein, ich werde Schläuche machen. Ja. Ich habe das mit Hardtubes probiert. Ich habe so einen Eigenversuch mal gemacht. Und ich muss einfach dazu sagen, es hat bei mir nicht so geklappt, wie ich mir das vorstelle. Also zwei Biegungen klappen, die dritte wieder nicht, dann wieder ja, dann wieder nicht. Und dann hat es nicht gepasst. Und dann, nee, also bei Schläuchen, da kann ich mal schnell was wechseln, hier ablassen, zack, zack. Ja. Aber lasst euch überraschen. Also es wird ja Schritt für Schritt, ihr werdet es gleich sehen. Für mich sind es ja wieder ein bisschen mehrere Tage. So, jetzt machen wir das wohl ein bisschen fester hier. Ist mir sonst zu locker. So. Kabel wieder hier rein. Ja, machen wir das ein bisschen fest. So. Richtig gut. Richtig gut. Ja. Sehr, 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 sehr schön. Gefällt mir das. So, meine Freunde. Ja. Das war das Positionieren des Ausgleichsbehälters und Pumpeneinheit, die richtige Stelle finden, ja, so dass es einem auch dann gut gefällt und dass er natürlich auch vernünftig hängt, dass man auch überall dran kommt. Wie gesagt, hier unten kann ich noch an die Einstellschraube dran, was auch vielleicht wichtig ist, wenn man zwischendurch vielleicht mal, ich habe keine PWM-Version, das heißt, ich muss die von hier unten einstellen, ja, aber wie gesagt, auf 4000 ist eigentlich gut, ja, es kommt drauf an, was man alles anschließt, dann kann man sie sogar auch auf voll drehen und dann hat man wirklich hier
Bei 2, 3 Radiatoren würde ich sowieso dann auf Stufe 5 nehmen oder 4,5. Ich hatte sie jetzt auf 4, wie gesagt, auf knapp 4000 Umdrehungen. Ah, wunderbar, muss man dazu sagen, lief sauber, ganz gleich, also wirklich ganz minimal. Da ist eine HDD lauter wie die Pumpe. Ja, muss ich einfach so sagen, wie es ist. So, ja, dann, das war's jetzt erstmal, weil wir brauchen ja noch ein Board, wir brauchen noch eine CPU und mal gucken, wie wir alles machen und wie wir mit Lüftern klarkommen. So, ja, dann sehen wir uns gleich wieder.